Herzlich willkommen zu einer neuen Deathplay-Folge. Wir haben unsere Mannschaft stark verjüngt, glaube ich. Alter, ist schon um 50% Ja, gedeckt. ein paar sind weggestorben und da haben wir ein bisschen Nachschub geholt. Nein, 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 nein. Wir sind noch rüstig ins neue Jahr gestartet. Und ich glaube, wir müssen uns aber nochmal vorstellen, weil wir gehört haben, dass einige unserer Zuschauer schon in einem Alter sind, wo man Informationen ab und zu mal wieder auffrischen sollte. Und andere, die uns vielleicht noch nie gesehen Bist du in der haben. Midlife Crisis? Ganz Ja, ehrlich. genau. Dann fangen wir doch mal mit dir an. Adrian, wer bist du? Adrian von Black Forest Games. Ich bin der Timothy von Assemble Entertainment. Du bist das erste Mal bei uns in der Runde. Das ist korrekt, Wir. ja. Du wunderst dich, warum du hier bist. Was mache ich hier und was Das sind die letzte Typen? Mal. Einmal das und letzte nie Mal. Man hat mir wieder. Kekse versprochen. Wo sind denn die Kekse? Ich bin Jan von Deck 13. Und ich bin Jan von Owned by Gravity. Und worum es diesmal bei uns geht, ist eine Jahresvorschau. Wir haben das ja in den letzten Jahren auch schon meistens gemacht, zu sagen, was denken wir, was wird in diesem Jahr wichtig sein, gerade was Games in Deutschland betrifft, aber auch so, was die Gaming-Szene insgesamt angeht. Da wir alle von verschiedenen Studios sind, haben wir hoffentlich wieder ein paar schöne Einblicke für euch, was auch bei uns so passiert, wo es hingehen soll. Und ich glaube, wir können gleich mit den wichtigsten Sachen anfangen. Es gibt leider keine Kekse. Nächstes Jahr aber Schade. das. Nächstes Jahr aber vielleicht. Nächste Folge vielleicht. 3 Stück von den Werbeeinnahmen. den gigantischen Werbeeinnahmen. Ja. Was sind denn die Spiele, auf die wir uns freuen, die wir gar nicht selber machen, sondern die andere Leute machen? Auf was freust du dich? Auf was ich mich freue. Ich freue mich, klar, Last of Us, das hat man, glaube ich, schon des Öfteren gesprochen. Das ist eigentlich so für mich so das Highlight für dieses Jahr. Ich werde mir auch das Final Fantasy Remake reinziehen, auf jeden Fall. Könnte auch cool werden. Auch schon mal erwähnt, Cyberpunk wäre natürlich sau cool, aber ich bin kein Open-World-Spieler, der sich so verliert. Also wäre cool, aber. September 2022. Also Nein, deine. nein, nein. Naja, also im September schaffen sie es nicht. Das glaube ich nicht. Also du Glaubst du nicht? sagst, Cyberpunk, falls es kommt. Dann Genau. wäre es cool, Ja. aber wahrscheinlich nicht, sagst du. Also, ich Was glaube. führt dich zu der Annahme mit deinem vielen Insight-Wissen der Spielentwicklung, Ich dass behaupte es einfach immer irgendwas. möglicherweise später kommen könnte, als es Na, angekündigt Sie haben es ist? ja gerade verschoben von März Auf September. auf September, was aber vor kurzem erst war. Und das, wenn man sich anschaut, wie oft Witcher verschoben wurde und wie die intern arbeiten bei CD Projekt Red, dann würde ich davon ausgehen, dass auch der September nicht zu halten ist. Das Schöne ist, man kann es auch positiv formulieren. Die nehmen sich so viel Zeit, wie sie brauchen. Und sie können es sich leisten. Das heißt, die werden bestimmte Kompromisse nicht machen. Das ist ja sehr chefgesteuert bei denen. Das heißt, am Ende guckt immer irgendeiner von oben drauf und sagt, das war nicht das Spiel, das ich mir vorgestellt habe. Back to the drawing board, macht mal nochmal besser. Und das ist das, was du Schön. mit intern arbeiten meinst? Also so läuft es da. Ja, also ich meine, die sind, das ist, also bei dem, bei Studio ist es so, es gibt ja auch Studios, die, sage ich mal, industrieller organisiert sind. Da interessiert sich der Chef nur noch für die Zahlen und hier bei denen ist der Chef schon noch selber am Ende, ähnlich wie bei Ubisoft bei manchen Sachen, gucken die drauf und haben das letzte Wort. Und dann sagen die auch gerne mal, nee, so nicht. Da sie sich ja selber bezahlen müssen, sozusagen die Verlängerung. Das ist auch Müssen nicht so und können, schlimm. ne? Sehr Ja, wenig müssen und Studios, können, genau. Das ist die das können. Das war ja. früher immer der Blizzard-Ansatz, wo man Genau. gesagt hat, ach, die brauchen halt noch ein Jahr länger, dann brauchen sie halt noch ein Jahr länger. Ja. Ist denen relativ egal, weil sie wollen, dass sie das perfekte Spiel entwickeln. Und wie du gesagt hast, bei Witcher 3 hat man es ja ähnlich auch gesehen, dass sie gesagt haben, wir wollen das Ding dann rausgeben, wenn es fertig ist. Und ich freue mich auch sehr darauf. Ich bin ja ein unverbesserlicher Optimist. Das heißt, ich gehe weiter davon aus, dass es dieses Jahr kommt. Werde sehr enttäuscht sein, wenn es nicht dieses Jahr kommt. Aber man muss ja auch mal Emotionen haben und nicht immer nur sagen, ja, schauen wir mal. Nicht, dass du das immer so machen Ja, schon würdest. klar. Aber Ich kann auch gehen, jetzt wo ihr die jüngeren Jungs habt hier. die Jüngeren, auf was freuen sich die Jüngeren unter uns? Tatsächlich, ja, Cyberpunk ist, glaube ich, der Titel, auf den ich mich auch am meisten freue. Und ich glaube, er kommt zumindest dieses Jahr. Aber jetzt im Boah, guck September mal. kommt, ist jetzt vielleicht eine andere Sache. Aber ich könnte mir wieder vorstellen, dass sie tatsächlich ein paar Tage vielleicht mal schieben oder so. Aber ich glaube schon, Ja. dass es dieses Jahr rauskommt. Allein schon, gut, ich meine, jetzt dieses Jahr waren so ein bisschen auch die Investoren irgendwie mal so eine gewisse Begründung. Und ich weiß nicht, ob man da so ewig lang hin und her schieben kann.
Und es ist ja auch, wie schon gesagt, nicht das erste Mal, von daher. Naja, aber kurzfristig freue ich mich tatsächlich auf was, sag mal, so ein bisschen Underdog-mäßig ist so. Was heißt Underdog? Warcraft. Ich freue mich auf Warcraft Reforged jetzt Ende des Monats. Ich habe schon lange nicht mehr Warcraft gezockt und ich habe das früher häufig gezockt. Und da gucke ich jetzt demnächst auf jeden Fall tiefer rein. Cool, ja. Auch nicht schlecht. Da holen wir jetzt schon einen Jungen rein, da kommt der mit Warcraft an. Reforged. Aus alt wird neu, ja. Wo wir gerade dabei sind, du kommst ja jetzt neu in unsere Runde und vielleicht wäre es ganz spannend, jetzt wäre nämlich die nächste Frage, was haben wir denn so von den Studios her, ich sag mal, zu bieten oder was kommt von den Studios her raus? Was gibt's bei euch gerade? Woran arbeitet ihr, worüber du sprechen kannst? Und gibt's schon irgendwas, was vielleicht jetzt dieses Jahr rauskommt, worauf sich andere freuen können? Also der größte Titel, den wir zumindest announced haben, ist, der dieses Jahr rauskommt, ist Endzone bei uns. A World Apart. Das ist ein Strategie-Hardcore-Aufbau-Simulationsspiel. Kann man jetzt ja viel, relativ viele Adjektive dranhängen noch. Da geht's über Endzeit, gell? Genau, es geht nur darum im Endeffekt, dass in einem apokalyptischen Setting man versucht wieder die Zivilisation aufzubauen, beziehungsweise halt klein eine Siedlung erstmal wieder aufzubauen. Und es orientiert sich so gerne an Titeln wie Banished oder Frostpunk so ein bisschen. Und wir haben das jetzt letztes Jahr angekündigt, ich glaube am 31. Oktober war das, genau, oder 30. sowas um den Dreh und dann haben wir es auf die EGX mitgeschleppt und auf die Convention letztes Jahr und bisher das Feedback ist super. Auch die Wishlist-Einträge sind super. Mhm. Also das ist so von uns so der größte Titel, der jetzt auch im April in Early Access geht, am 2. April. Zumindest ist aktuell der Plan. Ob es klappt, mal gucken. aber zumindest April versuchen wir gerade anzuvisieren und ja, ansonsten die anderen Titel darf ich noch nicht so richtig sagen. Geheimnisse. Ja, das kommt, wenn es kommt. Ne? Adrian, bei euch ist, glaube ich, kein Geheimnis. Nee, Destroy Jahr Humans ausmacht. Werden wir dieses Jahr rausbringen. Wir sind jetzt tatsächlich so schon so ein bisschen in der Stressphase. Ne? Aber das wird auf jeden Fall dieses Jahr rauskommen. Und für uns ist es der erste Titel seit Black Forest Games gegründet war, wo am Ende zumindest das ganze Team an einem Titel arbeiten kann. Ja. Und hoffen, dass man das entsprechend auch dann merkt. Wie viele Leute sind es, die da dran arbeiten dann gerade bei euch? Also wenn wir einfach mal die Teamgröße nehmen, sind wir, also Team heißt alles, inklusive Putzfrauen, sind wir über 75 Leute. Das ist eine Menge. Ja, und ja, da bewegt sich schon was. Ne? Cool. Ja. Und wann dieses Jahr? Ist das schon klar? Ist, oder? Noch nicht announced. Ne? Okay. Ich hatte mal auf Twitter, hatte ich mal so ist fast geleakt, ja. Aber ist zum Glück keiner drauf rangesprungen. Aha, gut. Also Twitter-History von genau. Adrian checken. Komm, ich lösche gerade mal meinen Twitter-Account. Was bei euch? Bei dir? Was haben wir? Wir haben ja wir haben das Add-on, was demnächst rauskommt. Für Fantasy Journal 2, das wird so ein bisschen eine prozedural generierte Kampagne drin haben, damit die Leute nicht nur unsere eine Kampagne spielen müssen den ganzen Tag. Und dann werden wir relativ bald die Konsolenversion nachschieben davon. Und dann kurz danach schon das nächste Add-on, was dafür, dass wir im Gegensatz zu euch nur 8 Leute sind, sehr ambitioniert ist. Aber wir sind guter Dinge. Also wir arbeiten jetzt parallel, was auch komisch ist mit einem 8-Leute-Team, an irgendwas parallel zu arbeiten. Wir arbeiten parallel an allen 3 Versionen. Das heißt, alle von uns machen alles gleichzeitig. Das klappt bestimmt super und ich habe auch überhaupt keine Bedenken, dass das irgendwie zu Schwierigkeiten führen wird. Ja, verständlicherweise. Genau. Das wäre das erste Mal, oder? Das wäre das erste Mal, dass so ein Stretch im Projekt irgendein Problem darstellt. Aber wir haben, also das erste kommt jetzt Mitte März raus, das heißt, das ist eigentlich schon fast fertig. Wir müssen gerade in die Beta. Ich glaube, heute ist nochmal der Beta, also nächste Woche geht es auch in die Beta. Und die Konsolenversionen laufen halt so ein bisschen mit, weil die eh hauptsächlich über die Technik gehen.
Und dann schauen wir mal, da reden wir gerade mit THQ für eine physikalische Version. Was lustig ist. Komm, immer wieder zurück. Kommt auf die dunkle Seite der Macht. Komm zu uns, wir sind deine Freunde. Ja, das finde ich aber insofern ganz cool, als wir tatsächlich jetzt, also wir haben ja im Moment mit Fantasy Journal einen ganz guten Stand, so, also wir haben so ein 90er Rating auf Steam in den aktuellen, was ganz cool ist. Und jetzt zahlt sich das aus, was wir die ganze Zeit gemacht haben, nämlich wir haben vorher ziemlich viel drum rumgebaut, was man für die Kampagne selber, also für das erste Produkt gar nicht so unbedingt hätte machen müssen. Und wir haben uns immer gefragt, wenn wir jetzt kein Add-on machen, haben wir ziemlich viel Arbeit umsonst getan. Und jetzt lief es aber so weit, dass wir eben schon zwei gesigned haben mit dem Publisher und dementsprechend können wir jetzt halt unsere supergeilen Tools benutzen und jetzt funktioniert es tatsächlich auch. Also wir können wirklich im Moment so in, keine Ahnung, einer Stunde ungefähr können wir eine Map generieren und die so spielbar machen, dass sie... Ist das eure eigene Engine oder Unity? Ist mit Unity, aber Unity. Wir haben dahinter den, also die Map-Generierung ist das eigentliche Thema mit Map Magic und eben entsprechend den taktischen Einstellungen. Wir haben so eine semi-prozedurale Geschichte gemacht, dass man praktisch Gebiete definiert und sagt, hier ist hauptsächlich Wald und dicht besiedelt und diese Sorte Gegner und dann macht er halt irgendwas da draußen, dann kann man so die Map zusammenstücken. Ja, aber das ist ja schon Gold wert, dass der schnell DLC raushauen kann. Das ist super für uns, also weil wir auf einem kleinen, also wir sind ja auf einem sehr kleinen Niveau unterwegs und merkt es jetzt auch bei den Steam-Verkäufen, wir müssen im Prinzip jetzt schon nachlegen, damit sozusagen, dass sich durch die Sales die dann jetzt so immer bis Chinese New Year ja, oder bis jetzt, also demnächst, bis Luna Sales kommt, genau, was heute anfängt, der Luna Sales. Und dann gibt es lange keinen Sales mehr und dann siehst du aber sofort, wie natürlich der Umsatz einbricht und das ist halt der Punkt, wo wir deswegen jetzt schnell die DLCs nachwerfen, damit wir unser... Wenn wir über DLC sprechen, sehen wir noch mehr von euch. Tatsächlich ist ja ein DLC gerade rausgekommen von Search 2, der Kraken-DLC. 90er-Jahre-Setting, oder? Ja, genau, 90er-Jahre-Setting auf einem Flugzeugträger, der zu einem 90er-Jahre-Vorort umgebaut wurde, wo man so einen typischen Straßenzug auf den Landstreifen gebaut hat, wo diese schönen Suburb-Häuser dann draufstehen und so. Leider auch da in den Zuge des Search gekommen und von Roboter-Piraten übernommen. Aber wir haben sehr, sehr viele Referenzen da drin und alte Musikvideos und ich glaube, man kann irgendwo eine Kassette in einen Kassettenplayer einlegen, kriegt dann besondere Bossmusik und sowas. Und wir haben auch schon Spieler gesehen, die dann gesagt haben, ach ja, da ist dieses Ding. Wie heißt das nochmal? Kassette. Bitte. Ja, das war sehr witzig. Das haben wir schon rausgebracht jetzt und gibt auch noch ein paar Sachen für Search 2, aber ansonsten die aufmerksamen Verfolger dieses Kanals wissen, dass ein Studio ja schon längst an was Neuem sitzen muss, wenn es an was Altem, ich sag mal, so langsam die Produkte fertig sind, auch Add-ons und DLCs. Und das machen wir natürlich, das ist auch schon, dass wir das tun, haben wir ja auch schon angekündigt, letztes Jahr, vor fast genau einem Jahr jetzt, nicht ganz. Also daran sitzen wir. Wir haben deswegen da jetzt nichts ganz Großes, was rauskommt dieses Jahr. Wir haben allerdings ein paar ganz tolle Titel auf unserer Seite von unserem Spotlight-Programm, wo wir mit Indies zusammenarbeiten. Und da kommen jetzt sehr viele Sachen raus. Wir haben unser Spiel Crosscode, was auf den Konsolen rauskommt, das auf dem PC ganz toll gelaufen ist, was jetzt für Konsolen eben nochmal richtig schön aufgelegt ist. Wir haben dann Wartile, ein anderes Spiel, was wir hatten, was wir auch mal hier vorgestellt haben, wo man auf so Battleboards spielt, im Wikinger-Setting. Das kommt auch für die Konsolen raus. Überhaupt als ersten Release haben wir noch The Shattering, ein Horror-First-Person-Adventure. Sehr spannendes Ding. Das kommt hoffentlich sehr bald. Die Entwickler haben noch viele Ideen kurz vor Release. Wir wissen ja, dass auch das kein Problem ist, Erfahrung, dass wir keine Zeitpläne gefährden oder so. Und dann haben wir noch ein neues Spiel mit an Bord genommen, das heißt Resolution. Ist auch so ein Pixel-Action-Rollenspiel, super cooler Grafikstil von einem Team, was hier ganz aus der Nähe kommt. Zwei Brüder vor allem, die das über lange Zeit gebaut haben. Und das kommt hoffentlich auch dieses Jahr raus für PC und Konsolen. Zumindest eine Konsole. Und da haben wir viel zu tun, die alle zu begleiten. Und das wird sehr spannend. Und ich hoffe, die kommen alle mehr oder weniger in der ersten Jahreshälfte. Und vielleicht haben wir noch was für später.
Also das macht Spaß. Das ist so, glaube ich, ein guter Gegenpol für ein Studio wie unseres, was sehr lange immer an einem großen Projekt arbeitet, dann vielleicht ein Jahr lang gar keine richtigen großen Announcements mal irgendwo hat oder mal nur eins, dass man dann trotzdem immer wieder mit Leuten sprechen kann, sagen kann, hey, guck mal, hier haben wir noch das. Das macht schon auch Spaß. Man muss nicht die ganze Zeit die Klappe halten und sagen, ja, wir sprechen in einem Jahr wieder und außerdem, was sollten wir dann hier erzählen? Ja, genau, wir müssen die Zeit irgendwie füllen. Genau, nur deswegen machen wir das natürlich. Also wir bringen alle viele coole Sachen raus. Aber was gibt es denn ansonsten noch? Wir müssen ja nicht den Klassiker, glaube ich, nochmal besprechen, den wir gerne auch einmal im Jahr besprechen. VR, ja oder nein, dieses Jahr der Durchbruch. Nee, was sind denn dieses Jahr die spannenden Sachen? Ich habe mich auch gerade gefragt. Ja, es gibt keinen spannenden. Ich glaube, das ist dieses Pre-PS5. Hallo, genau. Wir haben eine neue Konsolen-Announcement dieses Jahr. Also. Genau, also das heißt, bis dahin wird sonst sowieso nichts Dominantes irgendwie passieren. Du hier als der ausgewiesene Pessimist in der Runde, kommen die beide zu Weihnachten oder kommt da irgendwas später? Ich glaube, die haben, also ich würde jetzt ausnahmsweise mal optimistisch sein, ich glaube, die sind beide so, dass sie, also die Technik läuft ja schon eine Weile lang und ich glaube, dass die beide sich das nicht nehmen lassen, sozusagen da rauszukommen vor Weihnachten. Kommen die gleichzeitig? Ja, sehr zeitnah. Also ich meine, die werden natürlich genau diesen Trick machen von irgendwie zwei Tage vorher announcen, dass sie jetzt doch irgendwie eine Woche früher sind oder so. Aber die sind ja inzwischen tatsächlich so weit aufgestellt, dass diese, früher war das Konsolending ja eher experimentell, aber dadurch, dass jetzt die Technik nur noch inkrementell besser wird und nicht mehr so luftsprungmäßig irgendwie nach vorne geht, glaube ich, haben sie es was auf der Fabrikseite besser im Griff. Und dementsprechend bin ich ausnahmsweise optimistisch, dass sie das beide machen und die werden natürlich sich irgendwie gegenseitig versuchen, das beizustellen mit irgendeinem, ich komme früher raus, ich mache dieses, jenes Announcement. Aber die spannende Frage wird, glaube ich, sowieso wieder sein, was kriegen sie für Exklusivtitel auf das Ding? Also nicht umsonst sind jetzt ein paar Titel gerade verschoben worden, irgendwie die eigentlich für dieses Jahr Anfang oder Mitte angekündigt waren, die plötzlich aus unerklärlichen Gründen irgendwie in die zweite Jahreshälfte rutschen. So, und das wird natürlich damit zu tun haben, dass sie das entsprechend im Portfolio drauf haben wollen. Entwickelt ihr beiden nicht schon lange für die? Das dürft ihr nicht sagen. Wer weiß, ja. Aber du bist ja der ausgewiesene Weissager oder Mitwisser, was die Konsolen angeht. Denn du hast ja bei DevPlay schon über die PlayStation 5 gesprochen, als noch andere Leute dafür ins Gefängnis kamen. Und du bist immer noch hier. Bestimmt hat es gestimmt. Wir werden das nochmal im Archiv nachgucken. Genau, aber gucken wir bitte nochmal nach. Wenn du es so genau weißt, was ist deine Vermutung über den Preispunkt der beiden Konsolen? Keine Ahnung. Werden die beide ähnlich sein? Muss einer irgendwie sich also was aufholen? Muss Microsoft sagen, wir brauchen mehr Marktanteil, wir müssen irgendwie günstiger sein? Ich finde, die spannende Frage ist die Xbox, weil also dass die PlayStation sozusagen ihr Programm durchzieht und die werden auch wieder ihren Preis entsprechend durchziehen. Die Frage ist halt, warum gibt es überhaupt noch eine Xbox? Also jetzt mal aus beiden, also jetzt mal ganz blöd, das führt jetzt ein bisschen zu weit. Ja, du hast den klassischen Fehler gemacht, 3 Minuten Verschluss, ja, um mich was zu fragen. Frage zu stellen. Ja. Also die Frage finde ich, ich weiß nicht, wie der Preispunkt sein wird, kann sein, dass die Xbox wieder versucht, billiger zu werden, aber die Frage ist, ist das ein ausreichendes Angebot? Das hat das letzte Mal auch schon nicht geklappt. Also warum eine Xbox kaufen, nur weil die 50 Euro oder 30 Euro billiger ist? Das wird auch nicht das Argument sein, glaube ich. Genau. Also sie müssen grad ein anderes Argument haben. Du hast ja gerade noch Exklusivtitel gesagt auch. Ja. Da hat sich, glaube ich, jetzt so von meinem Gefühl her Sony mehr hervorgetan im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren mit sehr, sehr spannenden, sehr großen Exklusivtiteln, die sie für die PlayStation hatten. Werden sich wahrscheinlich nicht nehmen lassen, dass es ähnlich auf der PS5 weitergeht. Aber da bleibt es tatsächlich spannend. Muss man auch sehen, Microsoft hat in den letzten 2,5, 3 Jahren ein paar größere Studios gekauft, nicht ganz unabsichtlich. Ja, über 10 sogar. Ich denke, die werden auch schon was tun. Also ich würde da jetzt nicht mein ganzes Geld auf PlayStation setzen. Nö, würde ich auch nicht. Also ich glaube, aber deswegen meine ich, es braucht einen Grund zu sagen, was macht die Xbox jetzt so viel besser als die PlayStation? Und das wird technisch nicht sein. Also letztlich sind es erstmal die Titel. Genau, das werden die Titel sein. Und das wird die spannende Frage wieder leider auch. Also. Ja. Jetzt nochmal Frage an euch, weil mich geht es ja nichts an. Entwicklung für muss ja jetzt nicht wirklich für die PlayStation sein, aber ich meine, wir entwickeln natürlich alle für Konsolen und irgendwann entwickeln wir natürlich auch alle für neue Konsolen. Habt ihr generell aktuell bisschen mehr Fokus auf Konsolen? Habt ihr mehr Fokus auf PC? Weil ihr macht ja sehr auch, ich sag mal, sehr gezielt
Spiele, die vielleicht nochmal ein bisschen mehr ganz bestimmte Zielgruppen ansprechen, sei es jetzt irgendwie auch sowas wie Pizza Connection oder Larry oder so, wo ihr sagt, okay, das ist genau für diese Leute. Habt ihr was Besonderes im Blick? Habt ihr besondere Ziele? Oder ist für euch auch weiterhin oder ein großes Thema Multiplattform, gucken, wie viel kann man abdecken, man soll so viel wie möglich erreichen. So hieß es ja in den letzten Jahren, lass uns gucken, dass wir so viel wie möglich mitnehmen. Hier Jan Theissen, auch großer Verfechter, irgendwie Spiele, die auf 12 Plattformen rauskommen, wo ich nur 5 von kenne oder so. Wie ist es bei euch? Habt ihr da eine Strategie? Also theoretisch, wenn die Titel sich dafür lohnen, dann gucken wir schon, dass wir Multiplattform auf jeden Fall machen. Und das heißt in der Regel aber eigentlich PC, Nintendo, Sony und Xbox. Wobei bei uns tatsächlich Xbox eher runterfällt, weil das System, sage ich jetzt mal, gerade in Bereichen, wo man eben nicht so viel Umsatz und nicht so viele Einheiten verkauft, bei Xbox ein bisschen schwieriger ist. Also das funktioniert ja alles dann über dieses ID Xbox. Und wenn man nicht eben schon Publisher- bzw. Partnerstatus hat, das ist ein bisschen, ich will nicht mal sagen, dass es schlechter ist, aber es ist auf jeden Fall ein sehr anderes Konzept. Und das macht es auf jeden Fall schwieriger, aber zugleich auf den Konsolen oder beziehungsweise auf die Xbox rauszukommen. Und da ist, ja, da ist Sony einfach ein bisschen dankbarer oder ein bisschen einfacher. Deswegen kommt jetzt also auch Larry nur bisher für PS4 und Switch auch rausgekommen. Aber ja, vor allem Switch hat uns hier sehr überrascht. Also wir hätten nicht gedacht, dass Switch, sag ich mal, so gut performt, auch was Verkaufszahlen angeht. Sogar besser als PS4. Bei einem Titel, wo man jetzt sagen könnte, okay, Nintendo funktioniert besser als PS4, der ein bisschen, gut, ich meine, jeder kennt hier, glaube ich, in der Runde Larry, ist ein etwas schlüpfriger Titel und die Nintendo-Konsole ist normalerweise eher so. Du meinst so Familienausrichtung? Ja, normalerweise eher so Familienausrichtung, aber das spricht wohl sehr dafür, wie breit gefächert eben die Switch in den Zielgruppen angekommen ist und deswegen, also wenn wir Titel haben, dann jetzt zum Beispiel Endzone ist jetzt schon ein reiner PC-Titel, aber wenn wir das sehen sollten, jetzt im Early Access nicht unbedingt, aber sage ich mal, wenn wir bei 1.0 sehen, dass da auch Bedarf ist bei den Konsolen oder dass wir das irgendwie decken können, dann bin ich recht sicher, dass wir das auch machen werden wollen. Ja, also definitiv, wir gucken, dass wir auf vielen Plattformen rauskommen. Switch, also Larry gibt es zum Beispiel auch für Mobile, sprich iOS und Android. Und ja, was wir haben, haben wir. Also sprich, man muss ja, man sagt ja auch gerne, man muss ja auf den Plattformen sein, wo auch die Zielgruppe ist, ne? Ja, und das ist spannend, das vielleicht so als letzten Punkt, weil du gerade die Switch erwähnt hast. Ich glaube, das war ein bisschen eine Überraschung für sehr viele Leute, dass die Switch tatsächlich relevant ist für Entwickler und für Einheiten. Wirklich zu sagen, wenn man sich die Verkäufe anguckt, die Switch als Hardware-Plattform hat sich extrem gut verkauft. Die ist ja so ein bisschen antizyklisch, die ist nicht dabei bei den neuen. Da kommt ist jetzt nichts groß angekündigt. Es kam jetzt halt die Lite nochmal raus. Ja, die Pro, aber das ist schon die wieder ein Thema für Pro, ja. Eine neue Folge. Das werden wir in einer neuen Folge mal erörtern. Nee, aber was spannend ist tatsächlich, ist, dass auch die Verkäufe von Third-Party-Titeln, also nicht Nintendo-Beauftragten oder direkt von Nintendo entwickelten Titeln, sondern Studios wie wir, dass von diesen Studios sehr viele Einheiten sich verkauft haben, dass gerade Indie-Titel auch sehr gut performen. Das war in der Vergangenheit bei Nintendo eigentlich nie groß der Fall. Und teilweise, glaube ich, bis 50% der Verkäufe im Monat ausmachen auf der Switch. Und das finde ich schon ziemlich Wahnsinn. Was halt der ausschlaggebende Punkt ist, was Nintendo einfach bisher nie hatte, ist, sie haben jetzt einen Online-Store. So, und jetzt ist ja eigentlich auch schon ein bisschen länger her, ja, so seit es die Switch eben gibt. Aber sie hatten halt vorher keinen Online-Store. Und auch was die Zahlen angeht, es gibt jetzt Märkte, die sind komplett anders von der Priorisierung her, auch für Nintendo selbst, die sie nicht auf dem Schirm haben. Zum Beispiel online verkauft Amerika mehr digital als Japan. Und das sind so Sachen, die konnte man sich eigentlich früher vorher nicht vorstellen, nicht im Nintendo-Universum zumindest. Und das ist so was aber natürlich auch den Markt für Third-Party, für uns irgendwie natürlich maßgeblich erweitert, eröffnet und auch gleichzeitig vereinfacht. Nicht immer dieses, oh, wir müssen unbedingt Retail produzieren, dann müssen wir es in Japan produzieren lassen, dann müssen wir es hier rüberkriegen, dann Kosten, Kosten, Kosten und so weiter und so fort. Wer nimmt ihr das überhaupt noch ab? Und das ist der maßgebliche Unterschied eben bei der Switch. Und eben auch, dass aber auch Titel wie zum Beispiel, das ist ja eben das Ding, Launch-Titel wie zum Beispiel Skyrim, funktionieren können und jetzt auch Witcher, die jetzt auch rausgekommen sind, wo man halt sieht, okay, klar, es ist die technisch gesehen nicht die stärkste Konsole, aber es geht. Man kann auch solche Titel rausbringen. Ja, finde ich auch faszinierend.
Eben. Also das ist so eine Sache, ich glaube, es ist gar nicht so selten oder gar nicht so unwahrscheinlich, dass jemand, der sowohl Hardcore-Spieler ist auf den anderen Konsolen und eine Switch hat, genau, die er to go hat, sich die Titel eventuell nochmal kauft. Genau, das ist die Sekundärkonsole für viele, ja, Hardcore-Zocker, und das macht auch die Zielgruppe-Zusammensetzung anders. Ja, gerade PlayStation-Benutzer haben ganz oft noch als Zweitkonsole eine, ja, Switch, was ich schon auch verrückt finde, aber auch verständlich. Weil ist doch cool, ich kann meine Spiele noch mitnehmen, und wo kann ich das? Das ist die einzige Plattform, mit der ich das kann. Es gibt, genau, auch von Sony keine zweite Plattform mehr, die nicht mehr, mir das, ja, ermöglicht, meine Spiele mitzunehmen. Und das, ja, ist, glaube ich, Vita konnte das ja nicht. Also die hatten ja eine kleine Konsole. Ja, aber sie haben einfach, stimmt, was anderes damit gemacht. Wie ist es bei euch? Also ich denke, auf Switch? Wir gehen exklusiv auf Itch. Das ist diese PC, ja, Itch-Plattform, wo. Pay what you want, ne? Genau. Ich glaube, das ist ein Erfolgsmodell. Ja, ja, das ist es. Ja. Das sieht gerade so aus. Für teuer produzierte große cinematische Titel. Das ist super, der Pay what you want. Genau. Destroy Humans, also ist klassisch ein Konsolentitel, aber der Filter fällt gleich vom Stuhl. Weil wir, glaube ich, ihr müsst zwei Folgen draus machen. Ja, meine liebe Zeit. Dann, es gibt eine extra Folge. Kommt es auf Switch oder nicht jetzt, Destroy Humans? Nein. Kommt nicht auf Switch. Aber auf anderen Konsolen. Wer weiß, irgendwann. Wir bleiben dran für euch. Exklusiv für euch. Wir finden das raus. Ja, vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge oder nächstes Jahr. Man ist sich manchmal nicht ganz sicher bei den Spieleentwicklern, wann man die nächsten Neuigkeiten bekommt. Ja, aber ihr kommt ja dieses Jahr raus. Versprochen. Und ja, ein Versprechen. Im Gegensatz zu Cyberpunk, wo wir es noch nicht so genau prognostizieren. Dann schon mal danke, dass ihr dabei wart, und kommentiert gerne und sagt, wie hat euch die Folge gefallen, vor allem aber auch, was wollt ihr noch von uns wissen, was wollt ihr sehen das nächste Mal. Uns gibt es auch als Podcast, deswegen könnt ihr uns auch einfach nur hören, wenn ihr unsere Fressen nicht länger ertragen könnt. ja, und ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer wir müssen unbedingt diese Folge jetzt beenden und nicht noch mehr Minuten auf die Uhr bekommen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.